Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to another short story. It is once again a short story in the bigger thing I'm cooking up, and I still should write a prologue. However, it did not, and we have another short story. This one is about a character about whom I'm not sure. I don't know if he makes it into the story. And if yes, if he makes a personal appearance or if he's just talked about. I don't know. Nonetheless, he is important for one character. Our dear marionette. This short story is after she got her visitor, which was apparently this guy. He's a jester and his name is Laszlo. So let's hear what he rambles about. Narrengedanken. Es ist erstaunlich, wie langweilig die Leute sind. Und je höher ihr Status, desto schlimmer wird es. Auf einmal geziemt es sich nicht mehr zu lachen. Es ist sogar verboten, die Mundwinkel das kleinste Stück in die Richtung der Augen zu bewegen. Man könnte ja das perfekte Antlitz ruinieren. Und man könnte ja bei Hofe Gefühle. Gefühle zeigen. Und das könnte als Schwäche ausgelegt werden. Gelacht wird immer hinter vorgehaltener Hand und nur für zwei Wimpernschläge und so leise wie möglich. Man kann es nicht einmal Kichern nennen. Es kommt aus der Nase und nicht aus dem Bauch. Es ist nicht zu unterscheiden mit einem verächtlichen Schnauben. Und die Hochwohlgeborenen zensieren auch noch den Humor. Sie können nicht einmal über sich selbst lachen. Woher wollen sie denn wissen, was an einem Reisapfel amüsant ist? Zumindest hat das einfache Volk noch nicht verlernt zu lachen. Auch wenn es weniger wird. Sie sind müde von Erben und haben Angst vor der Welt. Zugegeben, dies ist ein Vorteil für meine Tätigkeit, wenn ich auf Dorffesten und Kneipengelage aufspiele. Aber die werden auch weniger. Man hat Angst, die Hochwohlgeborenen in ihren Elfenbeintürmen zu beleidigen und den Kopf zu verlieren. Das Leben ist ein Karussell und wir sind die Steckenpferde. Wir sind immer in Bewegung und trotzdem immer an der gleichen Stelle. Wir sollten es bis zur Eskalation antreiben, bis es uns wegschleudert und uns im Moment unserer größten Euphorie zerschmettert. Wir sollten dieses Karussell voll auskosten und so viel Spaß haben, wie nur geht, und noch mehr herauskitzeln. Ich habe diese Puppe und in diesem Turm und den Bewohnern des anliegenden Dorfes. Nochmal. Ich hoffe, diese Puppe in ihrem Turm und die Dorfbewohner des anliegenden Dorfes haben das gelernt. Die Puppe hat jetzt ein dauerhaftes Lächeln im Gesicht und spielt Verstecken und Bandit und Wachmann mit ihnen. Wobei die Puppe der Bandit ist und die Dorfbewohner die Wachmänner mit Waffen und Fackeln. Es ist nur schade, dass ich nicht teilnehmen kann. Aber meine Künste werden woanders gebraucht. Möge die Welt das Lachen nie verlernen. Well then. Uiuiui. Writing this is one thing, but reading it is... What have I done?
Puh, Marion. Anyway. The stage is set for her, at least. Which makes it way easier for me to include her in the main story. Which is something. And I have a little thing to announce on Sunday. In the recap. Maybe a thing happened by then already. Which will most likely please my English-speaking viewers. So, I will not summarize this short story because of that little thing that will happen soon. So, everybody who doesn't speak German, please be patient. Please be patient. You will get the English version soon enough. Not spoken or read, but in written form. But until it's done, please be patient. And for now, I say good night and sleep well.